Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben heute Jahrestag. Felix und ich sind 5 Jahre heute auf den Tag genau zusammen. Und deswegen dachten wir uns, verbringen wir den Nachmittag so ein bisschen oder den allgemeinen Tag so ein bisschen als Familie. Und sie ist auch schon auf dem Weg zum Frühstücken. Wir dachten, wir frühstücken nett zusammen. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Wir wollten eventuell nach Hamburg fahren und spazieren gehen an der Alster oder so und einfach den Tag so ein bisschen genießen. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Genau, jetzt wie gesagt sind wir auf dem Weg zum Frühstücken. Die Kleine sitzt ja auch dabei. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So, wir sind angekommen. Hier wird der Kinderwagen aufgebaut. Oh, die kleine Mutter möchte raus. Ja, ich hole sie mal. So, wir essen jetzt schön am See. Frühstück mit Seeblick. Richtig schick hier. Hier ist das kleine Café da. Können wir schön auf den See gucken. Nachher gehen wir noch ein bisschen spazieren. Kleiner ist hier im Kinderwagen. Mal alles dabei. So, jetzt wird erstmal schön gegessen. Lecker? Das lecker? So, meine Lieben, wir haben jetzt lecker gefrühstückt. Wir sind jetzt ein bisschen hier am See spazieren. Seht ihr das? Ja. Ja, dann werden wir gleich weiter düsen. Und noch einmal kurz zu Felix' Eltern. Er hat noch ein Geschenk für mich da liegen. Deswegen fahren wir da noch mal kurz rum. Und allgemein noch mal Hallo sagen und so. Kurz auf Felix' Arbeit düsen und so. Ja, und dann schauen wir, was wir noch machen. Das Frühstück war der Oberhammer. Ihr habt es ja gesehen. Also es war so lecker. Hätte ich niemals mit gerechnet. Man ist schon so oft an diesem Café vorbeigelaufen, aber hat sich nie irgendwie getraut oder nie gedacht, dass man da irgendwann mal reingeht. Und deswegen haben wir heute mal gedacht, ja, schauen wir da mal, wie das so schmeckt. Ja, war wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen, oder gehen jetzt schon zum Auto wieder. Schauen wir, ich denke, die Kleine wird auch gleich noch schlafen im Auto dann. Hallo! Ich war Felix gerade auf dem Arm. Ich schieb den leeren Kinderwagen vor mir her. Sind die zwei? Laufen und ich schiebe, wie gesagt, den leeren Kinderwagen. So, meine Lieben, wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum. Wir treffen uns jetzt mit Felix' Kumpels und wollen hier so ein bisschen shoppen. Auch Lias Patentante ist auch dabei, also... Hey! genau, wir waren jetzt gerade noch bei Felix' Eltern, haben ein bisschen Pause gemacht. Die Kleine hat nochmal Mittagsschlaf gemacht und die Oma und Opa sollten sie ja auch nochmal sehen. Und das war total toll. Wir haben zusammen getanzt, gesungen, gespielt. Es war richtig schön. Und die Kleine war auch richtig aufgeweckt. So, und jetzt geht's los. Gehen wir mal ein bisschen einkaufen, gucken nach Weihnachtsgeschenken, schauen. Ja, oh, ja, wir steigen jetzt aus, mein Schatz. So, wir sind bei H&M. Schauen wir mal, ob wir was finden. Schau, zeig mal die Mütze, die wir gefunden haben. Die ist so süß. Hat sie Durst? Ich will immer so bei den Haarbändern gucken, die sind so süß. Richtig schöne Design, finde ich. Häschen. Und die finde ich auch schön. Den Rest haben wir schon fast alles. Mhm. Außer die. Das ist ja voll das coole Paket. Guck, die mit denen. Ja, die nehme ich auch mit. Und die, mit den Hasen. Voll süß. Ja, aber welche Größe? 86 passt schon mal. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und es ist auch schon Mittwoch. Ich wollte euch jetzt noch eben zeigen, was ich noch gekauft habe bei H&M und bei so einem anderen Laden. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe mir auf jeden Fall eine Hose da gekauft. Die zeige ich euch jetzt einmal. Hier, so sieht die Hose aus. Ich fand die richtig schön. Die hatte so eine Schaufensterpuppe an. Und ja, die ist ein bisschen High-Rise, also sehr High-Rise. Eigentlich mag ich das gar nicht.
Aber die sitzt hier oben so gut, dass ich sie einfach mitgenommen habe. Die hat, ich glaube, 28 Euro gekostet. Finde ich völlig in Ordnung. Die hat hier so kleine Schleifen und hinten so einen richtig schönen Gummizug. Also sie sitzt wirklich brillant. Also so eine Hose habe ich wirklich, glaube ich, noch gar nicht gehabt, die so gesitzt. Ja, hier so mit drei Knöpfen, ne? Und dann eben so ein bisschen High-Race. Ja, fand ich ganz schick und habe ich deswegen mitgenommen. Ja, die Sachen für die Kleine kann ich euch gleich mal zeigen. Die liegen noch unten. Ich wollte jetzt noch einmal kurz nach der Wäsche hier schauen. Weil ich habe hier noch eine Wäsche stehen. Hier. Und genau, da an einem Stoffwindeln und so. Einmal alles aufgehängt. Zwei Waschmaschinen, aber ist auch schon fast trocken. Genau, hier hinten im Babyzimmer, das alte Babyzimmer, ist im Moment so Abstellraum für alles. Genauso wie der Wäscheständer. Und hier wollte ich es also jetzt aber ein bisschen noch aufräumen und umräumen. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite, das zeige ich euch lieber nicht, das sieht aus wie, nee, kann ich euch nicht zeigen. Steht auf jeden Fall so ein Expedit, ich glaube, das kennt ihr auch. Steht so ein Expedit. Und das wollte ich jetzt hier an die Wand stellen. Und dann habe ich noch extra von Ikea diese, ja, so einen Schreibtisch, den man an das Expedit ranbauen kann. Ich glaube, das kennen einige. Das wollte ich hier hinmachen und dann wollte ich da meine Nähmaschinen hintun. Und meine Stickmaschinen alles wollte ich da hin tun. Und dann habe ich da so meine Ecke zum Nähen. Und auch in den Expedit-Kisten kann ich dann den ganzen Stoff einsortieren, weil das steht hier alles in Kartons. Steht hier der Stoff. Der Akku ist tatsächlich leer gegangen. Ich habe den jetzt eben mal kurz geladen. Und die Kleine schläft einfach immer noch. In der Zeit habe ich wirklich das Expedit schon umgeräumt. Das kann ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar sieht das jetzt so aus. Ja, einige fragen wegen der Tapete, warum die hier so abfällt hier, ne? Also ich habe die nur rangeklebt, weil dahinter ist ein Motorrad, welches ich mal drauf gemalt habe. Das wollte ich nicht überstreichen und deswegen habe ich hier die Tapete draufgeklebt. Kommt jetzt aber wieder weg. Genau, und hier steht jetzt eben das Expedit. Das habe ich jetzt so hingestellt. Die Schubladen hier müssen wir noch umdrehen, weil das ja vorher quer stand, also waagerecht. Und deswegen sind die Schubladen halt noch so rum. Das macht Felix aber nachher. Genau, hier habe ich jetzt einmal ein paar Sachen einsortiert von mir. Oben stehen noch meine Schnullerketten-Sachen. Falls irgendjemand Interesse hat an Zubehör, um Schnullerketten zu machen, schreibt mir gerne. Ich will das alles komplett loswerden. Genau, und sonst steht das hier. Und hier kommt dann eben der Schreibtisch nachher ran. Und da kommt dann so meine Nähecke und so hin. Genau, hier steht noch der alte Stubenwagen von der Kleinen. Ganz viele Sachen, die wir noch behalten wollen. Bettwäsche, Fußsack, ja, muss ich alles nochmal in die neue Wohnung bringen. Ja, aber so sieht das jetzt gerade aus, habe ich jetzt gerade gemacht. Wäsche trocknet hier immer noch, den Heizstrahler können wir auch mal oben ins Zimmer bringen. Steht ja hier auch nicht mehr. So, und die Wäsche ist auch schon trocken soweit, kann ich nachher alles abnehmen. Habe ich das auch schon erlegt, dann ist das wieder leer. Ja, wie gesagt, die Kleine schläft noch und wenn sie wach ist, werde ich, denke ich, noch schnell einkaufen fahren. Und dann habe ich auch eigentlich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich hoffe, das Weihnachtsgeschenk von der Kleinen kommt heute. Dann zeige ich euch das hier in dem Vlog auch nochmal. Da haben nämlich so viele gefragt, was wir ihr der Kleinen denn schenken. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall auch dann zeigen. Also sie bekommt von uns drei Sachen. Einmal habe ich schon so ein kleines Handy, weil sie steht total auf unsere Handys. Deswegen habe ich hier so ein kleines Handy gekauft mit so, ne, kleinen hier Knöpfen, wo sie dann so, was halt so ein bisschen Musik spielt und so. Und dann bekommt sie noch ein Holzpuzzle, ja, wo sie halt so Sachen reinstecken muss. Ja, das bekommt sie von uns und dann halt eben noch das Große, was nachher kommt. Hoffentlich kommt es heute, also es ist eigentlich schon seit Wochenende unterwegs, also eigentlich müsste es heute kommen. Ja, und von den anderen weiß ich das noch nicht. Also wir haben der Uroma Bescheid gesagt, dass wir gerne einen Lauflernwagen hätten. Aber einfach nur so. Wir wissen nicht, ob wir den bekommen, aber einfach so als Idee. Ja, und sonst glaube ich, so weiß ich das noch gar nicht, was sie sonst noch so bekommen. Das reicht ja auch. Also ich bin da schon völlig ausgeartet. Ich finde, drei Geschenke sind auch schon viel zu viel in ihrem Alter, weil sie das einfach noch nicht versteht. Aber die Sachen hätte sie sowieso bekommen. Und die hatte ich auch schon ein bisschen länger liegen, nur habe ich sie jetzt halt eingepackt für Weihnachten. Ja, und da muss man noch überlegen, dass schon in 3 Monaten ihr erster Geburtstag ist. Verdammt.
wirklich in 3 Monaten schon ihr erster Geburtstag. Und ja, dass man dann auch wieder was braucht sozusagen. Deswegen, ja, habe ich schon ganz schön wenig Ideen. Ja, und jetzt werde ich, wie gesagt, noch schnell warten, bis die Kleine wach ist, die Wäsche noch in der Zeit abhängen und zusammenlegen. Und mein Bruder ist gerade auch schon von der Schule gekommen, da werde ich jetzt gleich noch Mittagessen machen. Meine Haare muss ich mal kämmen hier, ne? Das sieht ja aus. Ich habe noch so einen Zopf gemacht, weil ich duschen war. Und das sieht ja aus heute. Ganz schlimm, muss ich mal gleich mal machen. Sortiert. Da ist noch mein Cardigan. Hier ist Babyklamotten, Strumpfhose, Stoffwindeln. Die brauche ich ja nicht zusammenlegen. Das bestücke ich gleich unten direkt. Ein loser Socke von mir, wo auch immer der andere ist. Wer kennt das auch, ne? Immer ist eine Socke weg. Ja, hier hängen noch 2 Sachen von Felix und das hier muss alles aufgehängt werden von der Kleinen. Das mache ich jetzt noch schnell. Kommt jetzt noch ein Schrank. So, fertig. So, gehen meine frische Windel machen. Das sind diese Wollwindeln hier. Die sind von Wickelkinder. So sehen die aus. Zeig mal deine Zähne. Zeig mal, wie viele hast du schon? Und 3 oben und 2 unten. Ja. Die Kleine sitzt gerade auf dem Topf. Ich halte sie hier so mit dem Fuß fest, also sie kann nicht runterfallen. So, das hier sind die Wollwindeln. Falls da jetzt irgendjemand fragt, zeige ich euch das eben mal schnell. Also die haben wir von Wickelkinder. Die gibt es online und bei Instagram und so. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und genau, das ist jetzt eben so eine Wollwindel. Die steht hier, besteht hier nicht aus Plastik, sondern... also nicht aus PUL, sondern eben aus Wolle. Und die muss gefettet werden, damit sie wasserdicht ist. Ja. So, die ist jetzt hier gefettet und da kommt also kein Wasser durch. Klar, wenn ihr sie unter dem Wasser anhaltet, dann werden sie endlich irgendwann durchlässig. Aber so das ganze Mal Pipi halten sie eben fest. Das finde ich sehr erstaunlich und ja, sehr, sehr schön. Also ich wickle sehr, sehr gern mit Wolle. Sie halten jetzt, finde ich, nicht so lange wie die ganz normalen Windeln, also nicht wie die ganz normalen PUL-Windeln, aber halten trotzdem sehr, sehr lange dicht. Also die Kleine hatte die Windel jetzt, sag mal, pupst du gerade ins Töpfchen? Super! Die Kleine hatte die Windel jetzt 4 Stunden fast an. Und es hat komplett dicht gehalten. Und ich hatte nur eine Mullwindel drin. Das heißt, ich hatte hier einmal so ein Spucktuch aus Biobaumwolle ist das jetzt. Das falte ich mir hier so zu einer Einlage. Das habe ich von XKKO. Und genau, das falte ich mir hier so zu einer Einlage. Lege das hier einfach rein. Und dann bekommt die Kleine das so an. Das hat, wie gesagt, jetzt 4 Stunden locker dicht gehalten. Und genau, das ziehe ich jetzt wieder an. Kommt natürlich noch ein Windelvlies oben drauf oder man kann auch einen Waschlappen noch oben drauf legen. So ein Ikea-Waschlappen ist auch immer ganz gut. Die saugen auch extrem viel, was man gar nicht glaubt. Die hier hatte sie jetzt gerade eben an und die sollte man eben nach dem Wickeln einmal auslüften lassen. Das heißt, ich lege sie hier auf den Badewannenrand und lasse sie einmal auslüften. Die ist hier komplett trocken, also da braucht ihr euch echt keine Sorgen machen. Klar, die ist jetzt hier ein bisschen eingesaut, aber Wolle reinigt sich von selbst. Und klar, man muss die auch ab und zu mal waschen, aber so schlimm ist das nicht. Genau, und
Das ist jetzt eben hier so das Paket, was wir jetzt anziehen. Und die wird danach eben einmal ausgelüftet und nachher kann sie die, sobald die eben nicht noch mehr verschmutzt, einfach wieder anziehen, wenn die ausgelüftet ist. Zum Popo reinigen habe ich ja hier meine selbstgenähten Waschlappen. Die habe ich einfach aus so einem alten Handtuch und einfach ein bisschen Jersey-Stoff zusammengenäht. Und die sind echt richtig, richtig gut. Also ich habe die jetzt bestimmt schon 20 Mal gewaschen und einfach perfekt. Also die sind wirklich richtig gut, die benutzen wir jetzt auch unterwegs. Die Kleine ist wieder frisch, hat jetzt auch die passende Hose zum Jogginganzug von Adidas hier an. Richtig, richtig süß sieht das aus. Hä? Ja, richtig, richtig süß. Ja, was ist das? Eine Kamera, ne? So, die kleine Mutter spielt jetzt hier in ihrem Laufstall. Wir haben den ja ein Stück runtergesetzt, habe ich euch am letzten Vlog gezeigt. Und jetzt seit ein paar Tagen spielt sie da so gern drin. Eigentlich hatten wir den immer hier leer rumstehen und eigentlich lag immer alles nur drinne. Also eine riesen Spielkiste sozusagen. Und jetzt spielt sie echt da drin. Das ist echt erstaunlich. Papa? Ja, das hier hat sie jetzt neu bekommen. Mit diesen Ringen hier. Das findet sie auch ganz toll. Hier hat sie noch so Stapelboxen. Die findet sie auch richtig toll. Und diese Motorikwürfel hier von Little Dutch. Den findet sie auch richtig toll. Das spielt sie hier total gerne mit. Und diese Teile hier mag sie auch total. Kann man hier so am Rand reinstecken. Das versteht sie natürlich nicht, aber das üben wir mal mit ihr. Aber das findet sie auch ganz toll. Ihr Püppchen. Nelly, dein Püppchen. Riesenschildkröte und was auch immer diese Sonnencreme hier drin macht. Ne? Was macht die da drin, die Sonnencreme? Die musst du da reinstecken, Schatzi. Guck mal, das kommt da rein. Hm? Ja, genau. Ja, guck mal hier. Na, komm mal hier. Guck mal so. Zack. Ja, jetzt da drin. Muss ich hier wieder aufmachen. Guck mal hier. Da ist drin, genau. Oh, du machst das so super, mein Schatz. Könnt ihr den ganzen Tag zuschauen, wie sie spielt. Was machst du denn da? Hm, Schatzi? Hat ihre Haare. Oh. Hier kannst du drehen. Genau, super. Kannst du drehen. Und Swips. Ha? Swips. Ein Schnellip. Ein Schnellip. Ja, was ist da? Ein Spiegel, ne? Ein Spiegel. So. Ja. Hier ist übrigens unser neuer Sitz, den die Kleine hat. Der ist von Cybex, ist Hyrona, haben wir selbst gekauft, also keine Werbung. Ja, den habe ich schon in der Schwangerschaft gekauft, weil den haben sie abverkauft, weil es jetzt ein neues Modell gibt. Und genau, ich wollte aber unbedingt noch den haben für die Kleine und deswegen habe ich dann den im Abverkauf gekauft. Und richtig günstig erstanden. Und jetzt haben wir den vor kurzem rausgeholt. Ich stelle ich mal hier hin. Gott, das ist echt doof hier mit dem... mit dem Display hier. Genau, jetzt haben wir ihn rausgeholt. Und ja, der ist einfach genial, weil den kann man um 360 Grad drehen. Das heißt, man kann, wenn die Kleine einsteigen will, eben kann man den so hindrehen. Das ist einfach so genial.
Dann hat er auch noch einen Fangkörper vorne. Wenn das Kind nachher nach vorne schaut, hat man immer noch so einen Fangkörper. Also richtig, richtig toll. Und die Kleine sitzt auch so gut da drin. Wir haben ja noch den anderen bei Felix im Auto und da sind Welten zwischen, wirklich. Also wenn ihr einen Kindersitz sucht, also einen Reboarder, dann schaut auf jeden Fall mal bei Cybex vorbei, weil die machen einfach so tolle Kindersitze. Wir hatten ja auch den den Cloud Q, die Babyschale, die Cloud Q. Und auch davon sind wir so begeistert, dass wir die jetzt auch behalten fürs nächste Kind. Eigentlich haben wir gesagt, okay, kaufen wir beim nächsten Kind eine andere und verkaufen die dann. Aber die hat uns so gut gefallen, dass wir die jetzt auch behalten fürs zweite Kind. So, wir sind da. Kleine ist in dem Sitz. Na, schaust du? Wollen wir los? Ja? Raus? Einkaufen?